Ja, hallo zusammen. Wir laufen jetzt hier ein bisschen durch die Stadt, der Erwin und ich. Und er zeigt mir alle die schönen Spots hier. Und genau das zeige ich euch jetzt. So, wir sind jetzt hier gerade in so einem wunderschönen Park. Como se llama ese el parque? El Rajón. Und wir sind hier mit Encha, das ist die Nichte von Erwin. Und wir mieten jetzt hier vermutlich noch Velo mieten und dann können wir hier einmal rundherum fahren. Und ja, das machen wir jetzt. Gell? Ja, jetzt sind wir da zum Cruisen. Das ist, glaube ich. Ich glaube, das schlechteste Bike, das ich je gefahren bin. Aber ja noch. Die Aussicht ist schön. Von dem her, alles gut. Wir sind jetzt hier beim Erwin, seinem Kollegen zu Hause, und heute Abend wird schwedisch gekocht. Es kommen heute, glaube ich, ganz viele Leute, wie 6-7 Leute oder noch mehr. Und sie tun jetzt das Kochen, es heisst Taco. Keine Ahnung warum, aber es ist, hat eigentlich nichts mit Tacos zu tun. So ein bisschen Tomaten-Dings, Auflaufen-Art. Und das ist vegetarisch und Erwin hat sich mal 2 Jahre vegetarisch ernährt und darum hat jetzt sein Kollege gefragt, ob er ihm das mal zeigen kann, wie man das macht. Und darum sind wir jetzt da. Und ich koche eigentlich nicht wirklich, ich schaue ein bisschen zu. Aber das muss auch gemacht sein, nicht wahr? So, das Essen ist jetzt fertig und schauen wir mal, wie das aussieht. Das ist so Tacos, so harte Tacos, aber du musst das zuerst so zerdingseln. Und dann kommt Spaghetti drauf, dann kommt Gemüse drauf, dann kommt Soße drauf und dann ist es fertig. Danke. Genau, und jetzt kann ich das Video nicht beenden, weil ich beide Hände voll habe. Hello! Do you think you have a dog by the microphone of a camera? Yeah. Después de que pan Spaghetti, vienen, le ponen verdura y luego al final. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ich bin jetzt hier ein bisschen am Video schneiden. Im Gärtchen von meinem Host. Und ja, gestern Abend sind wir noch in 2 Bar gegangen. Die eine davon war ein Karaoke-Bar. Und da möchte ich euch jetzt einen kleinen Ausschnitt zeigen. Ist zwar mit dem Handy gefilmt, aber da können wir mal eine kleine Impression über, wie das gestern war. Ja, das war schon immer ein Traum, gewesen, Chihuahua singen in Chihuahua. Was gibt's? Ich meine, es ist jetzt eigentlich mein Lebensziel ist jetzt eigentlich sozusagen erreicht. Und ja, heute gehen wir noch ein paar Sachen anschauen zusammen. Es ist jetzt aber schon relativ spät, das ist schon 1. Aber sie sind jetzt da noch ein bisschen am Haus putzen, ihm seine Mutter und Erwin. Und ich bin jetzt eben da, wie gesagt, am Video schneiden. Und ja, nachher hauen wir es dann aber mal zum ersten von vermutlich 2 Sachen, die wir heute anschauen können.
Ja, we gaan het staal zo grotten gaan aanschauen. Ze zijn recht gross. En zo een beetje met stalactieten en stalagmieten. En ja, Enrique is ook am Start. En Erwin zijn collega. Ja, er is natuurlijk ook dabei. En ja, jetzt bin ik gespannt, wie dat is. Ja, es ist jetzt leider, oder ja leider, es ist halt einfach so, es ist Ferienzeit und es hat brutal viele Leute gehabt dort. Und wir haben jetzt mal unsere Tickets gekauft, aber wir können erst in eineinhalb Stunden dort hingehen. Darum gehen wir jetzt hier noch das Gassi essen, um die Zeit zu überbrücken, bis wir dann nachher in die Grotte können. Ich bin leicht überfordert, wir müssen mal die Auswahl anschauen. Ich habe jetzt mein Glas bekommen. Ein bisschen dumm, ich habe jetzt ein bisschen das Grosse oder ich habe das Grössere bestellt. Das war ein Fehler gewesen, aber schau mal. Ein verdammtes Monster. Ja, nur wegen eines. Esperemos si no, igual no tengo seguro, por eso no me gusta hablar de eso, ¿verdad? Son los que están llegando. Vénganse el presidente. Pero so, jetzt ist unsere Tour also fertig. Jetzt sind wir gerade mit dem Bus da noch zurückgefahren worden. Es ist etwa 45 Minuten gegangen und es war relativ warm und feucht drin, etwa 25 Grad oder so. Und ja, what are we gonna do now? What up, guys? What are we doing? To hiking, maybe? Oh, that's a good idea. So, wir haben jetzt hier unsere Pläne ein bisschen geändert. Wir sind jetzt nicht mehr auf den Hocker, wo wir eigentlich wollen, gehen wandern. Das machen wir jetzt morgen vermutlich, weil... Ja. Ja. Ja, richtig. Weil wir gehen jetzt in den Ausgang, und zwar in so einen County-Shop, da ganz in der Nähe. Und ja, jetzt nehme ich euch mal mit. Jetzt lasse ich die Kamera mal nicht daheim, sondern jetzt kommen wir einfach auch mit. Gell? Ist das richtig so? Richtig so. Gut. Jetzt sind wir also in dieser Campingbar. Hier mit trinken. Wir sitzen am Tanzen. Und es gefällt mir mega gut an. Es erinnert mich so ein bisschen an San Diego, an Inca Hoods, wenn ihr das kennt. Und ja. Läuft. Wir sind aber ein bisschen an einem anderen Ort. So, hallo zusammen, wir sind heute richtig full gewesen. Es ist jetzt schon 10 vor 4 Uhr. Gut, das war noch Zeitumstellung gewesen. Eine Stunde haben wir verloren die Nacht. Aber ja, wir haben wirklich nicht viel gemacht heute. Und jetzt gehen wir in die Stadt kurz. Er zeigt mir, wo ich morgen kann mit dem Bus hinfahren kann, wo ich aussteigen muss. Und danach gehen wir auf einen Hügel ein bisschen laufen. Und ja, das wäre es, glaube ich, dann schon etwa für heute. So, Irving, which German words did you learn so far? Prost. Danke. How do you say bless you? Gesundheit. Gesundheit. And gemast, Prost. Prostitut. So kann man sich am einfachsten merken. Prostata oder Prostitut? So, jetzt ist schon so ein bisschen Wandern angesagt. Und wir gehen hier auf den Hocker da. Und das ist ganz nah. Wir sind jetzt hier reingelaufen aus seinem Haus. Es ist etwa 5 Minuten von da. Und jetzt geht es hier rauf. Ich wundere, wie lange das geht. Aber von dort haben wir sicher einen recht geilen Ausblick. Also, die Schweizer Wanderwege sind schon ein bisschen besser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber immerhin hat es so ein bisschen eine Art Weg.
geschafft. So, wir haben es geschafft, wir sind jetzt wieder zurück und jetzt gibt es leckeres, leckeres Essen. Schau mal. Es ist Fleisch mit. Das ist so ein bisschen wie ein Auflauf mit Chili, mit Zwiebeln drin und Tomaten. Es schmeckt super, super fein. Avocado hat es noch. Jetzt gibt es natürlich noch Tacos, what else? Und ja, nachher gehen wir vielleicht noch ins Kino. Das schauen wir jetzt aber mal. Je nach Lust und Laune. Aber jetzt haben wir zuerst mal essen. Ja, es ist nicht mehr geworden mit Kino. Wir waren ein bisschen spät dran gewesen, aber dafür haben wir jetzt da noch viel geschaut. Wir sind noch kurz etwas gepostet. Mikrowellen-Popcorn natürlich. Darf bei einem guten Film natürlich nicht fehlen. Und ja, ich gehe jetzt liegen und dann sehen wir uns morgen wieder.